Oh, scheiße. Ein Level-Teleporter. Das heißt, mein Dungeon-Level wird jetzt geändert. Bim. Ich bin auf Level 7 gelandet. Gut, das ist nicht gut. Ich will jetzt schnell wieder hoch, weil auf Level 7 treiben sich natürlich ein paar stärkere Monster rum. Naja, bisher geht's eigentlich noch. So, da kommt ein Gnome Lord. Den wir direkt mal killen und essen. Und dann wieder aufhören, weil da eine Spinne kommt. Wir machen einfach weiter. So, die greift mich eh nicht an, wie es aussieht. So, Milky Potion, was war das? Trinken wir sie mal. This makes you feel good. Und das heißt, das ist entweder Restore Ability oder Gain Ability oder bla oder blub oder Schnarch oder Schnarz. Ich würde mal sagen, es war Restore Ability. Oder? Na? Nee, Restore, nicht Resotre. Arg! Was ist denn jetzt los? So, jetzt den noch fertig essen. Wieder aufhören. Aber dafür die beiden Edelsteine mitnehmen. Na? Aha, er haut mich mit seinem Bogen. Und da ist was, was ich nicht sehen kann und jetzt aber auch tot ist. Keine Ahnung, was es war. Wahrscheinlich ein unsichtbarer Gnom. Keine Ahnung, wie er unsichtbar geworden ist. Was ist das eigentlich da? Das ist eine Riesenspinne. Die ich auch wieder dauernd verfehle. Was soll denn das? So. Dote. Dote. Und wieder ein Edelstein, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Au, ein Speer. Du bist ja ein ganz ein Schlauer. Dann nehmen wir doch mal die Lanze in die Hand, ne? Und er verfehlt mich, weil er mich nicht sehen kann. Arme Sau. Apply, Lanze und ich würde gerne hier hinhauen. Scheiße, die war verfault. Egal. Ja, der war ein fauler Sack, dieser Gnom. Muss schon sagen. Da ist wieder einer. Eine Bärenfalle, scheiße. Na, warten wir mal. Und Apply, B. Und zwar, genau. Ach nee, er ist noch zu weit weg. Na, kommst du her? Kommst du her oder kommst du her? Der kommt nicht her. Dann versuchen wir es mal zu befreien. Jetzt aber. Apply, B. Schritz. Daneben. Apply, B. Haha. So. So, und wir sind Scroll of Identify. Perfekt, das freut mich. Das war ein Spinnennetz. Ja, klar, wenn hier überall die Spinnen rumsausen. Naja, aber nicht weiter wild. Spinnennetze sind nicht gefährlich, die halten einen nur ganz kurz auf. Da geht's noch weiter nach unten, da will ich aber noch nicht hin. Ich will wieder nach oben und mein Pony zurückholen. Und da ist ein Gnome Lord. Der mich leider um genau einen klitzekleinen Punkt verfehlt. Na, und? Komm, du musst in eine Linie mit mir. Genau so. Apply. B. Daneben. Mist. Apply. B. Ich kann das den ganzen Tag machen. Peng. Und getroffen. Apply. B. Das mag ich. Das gefällt mir jetzt schon. So. Jetzt dürfte ich aber auch wieder satt sein, oder? Jetzt habe ich ja viele Gnome gemümmelt. Ein Einhorn, aber leider ein weißes. Scheiße. Das ist mir gar nicht feindlich gesinnt. Das heißt, ich darf es nicht töten. Naja. Naja. Oh, J, Blue Jelly. Aha, ja, wenn man die aus nächster Nähe angreift, dann frieren sie einen ein und das ist sehr gefährlich. Die töten einen damit ganz schnell, aber mit der Lanze kann ich mir das ja sparen. Zack! Und nochmal, Apply B. Zack! Apply B. Ha, das macht Spaß. Zack und tot. Und eine Schriftrolle hat er fallen gelassen. Leider keine Leiche, weil von den Leichen, von denen kann man Kälteresistenz kriegen, wenn man Glück hat. Das sind Zombies. Und ich nehme diesen Ring mal mit. Was sind denn das für Zombies? Das sind Elfenzombies, oder? Ja. Gut, das heißt, sie sind ein bisschen schneller als andere Zombies. Aber auch nicht wirklich signifikant schneller. Na? Na? Komm her. Komm, ich will dich mit meiner Lanze treffen. That's what she said. Bang! Und getroffen. Und nochmal. Bang! Und getroffen. Ach, das freut mich. Das macht richtig Spaß. Oh, der ist zu nah dran. Apply. B. Bang! Getroffen. Apply. B. Bang! Getroffen. Das ist geil. Oh, ein kleines bisschen daneben, mein Freund. Weil ich halt unsichtbar bin, wissen sie nicht, wo ich bin. Peng und tot. Ja, das ist schön. Apply, B. Zack. Getroffen. Und daneben. Ach, du arme Sau. Apply, B. Puff und tot. Ach, das ist geil. So, und, das ist halt so ein Pech, aber auch der. Jetzt bin ich da hungrig, das ist nicht gut. Apply, B. Peng. Apply, B. Peng. So. Jetzt sollte ich aber was essen. Ne? Oh, Zwerge. Ach nee, die sehen ja friedlich, scheiße. Aber der Gnom da unten nicht.
Das heißt, den machen wir jetzt platt. Peng, zack. Okay, eine Candy Bar, quasi einen Zuckerriegel hat er fallen lassen. Ja, den können wir auch essen. Miam. Die Spinne da kann ich auch essen. Da unten kommt eine Fire Ant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm, geh endlich tot, du scheiß Spinne. So. Okay, die Zwerge sind vielleicht doch feindlich, ne? Zumindest ein paar von ihnen. So, wir nehmen wir die Lanze, damit wir nicht so nah an diese Feuerameise ran müssen. Apply B. Schlons. Apply B. Zack. Apply B. Bumm. Das Schöne ist, dass die zu schwach sind, um sich aus diesen Netzen wieder... Der ist nicht feindlich. Nee, ist er nicht. Geh weg. Tja, sie verfehlt mich leider dauernd. Peng. Apply B. Peng. So. Die sind zu schwach, um sich aus diesen Netzen wieder rauszuwinden, deswegen sind sie da völlig aufgeschmissen. Und den machen wir jetzt auch platt. Apply B. Zack. Apply B. Bumm. Und nochmal. Schlons. Eine Dwarf Corps und eine Tribe Ration, also für Haustierfutter quasi. Naja, warum nicht? Aber die Eisenschuhe könnte ich vielleicht mitnehmen. Oder sind die nicht zu schwer? Doch, sie sind zu schwer. Denn ich trage gar keine Schuhe. Das heißt, ich werde es zwingend, ich werde die auf jeden Fall mitnehmen. Und Dwarf Corps bitte essen. Bäh. Naja, blind. Das vergeht wieder, nämlich jetzt. Und da oben kommt eine Mumie. Was denn für eine? Das ist eine menschliche Mumie. So, apply. B. Bumm. Und sie verfehlt mich. Ach je, weil sie nicht weiß, wo ich bin. So ein Pech aber auch. Apply. B. Peng. Daneben. Na, apply. B. Watsch. Wie sie dauernd daneben haut. Apply. B. Bumm. Daneben. Apply. B. Zack. Daneben. Was soll denn das? So gut könnt ihr wohl nicht ausweichen. Na? Na? Kommst du her? Oder kommst du nicht her? Apply B. Puh. Daneben. Ach, sag mal. Gut. Zurück zum Schwert. Das ist jetzt zu doof. Schon wieder daneben. Getroffen. Daneben. Daneben. Ich bin fast tot. Jetzt gehe ich. Oh Mann. Was soll denn das? Drecksvieh. Ach, was mache ich denn? Ich habe doch noch eine Wand of Lightning. Damit kann ich doch auch angreifen. Jetzt werde ich wieder hungrig. Das ist nicht gut. So, Wand of Lightning. Wo war die? Die war auf C. Ja, jetzt kann ich aber doch. Jetzt könnte ich den Zwerg treffen. Jetzt nicht mehr. Zap. Und C. Und. So, und ich bin hungrig. Das ist schlecht. Was ist das hier? Tribe Ration. Ja, muss ich jetzt essen. Zack. Hundefutter. Sag mal, wo geht's hier eigentlich wieder nach oben? Das wüsste ich jetzt gerne. Aha, da. Da lag nur die Waffe drauf. Weg damit. Au, das ist ein Loch. Ach. Och, ein Loch. So, Dungeon Etage 6. Ich hätte jetzt... Mein Pony ist wahrscheinlich mittlerweile verwildert, aber das ist nicht schlimm, weil ich habe ja noch eine Laterne. Ne? Mit Laterne ist alles, ist jedes Problem gelöst. Hallo Gnomen. Hallo Gnome. Na? Wie geht's? Willst du mal meine Lanze sehen? So, apply B. Und tot. Ach, das ist schön. Gut. Wenn ich jetzt auf die obere Ebene zurückkomme und da Applejack ist und mich angreift, dann werfe ich einfach eine Karotte zu oder einen Apfel und dann geht's hier. Was war das? Einen, okay. Hä? You feel somewhat dizzy. Dann war das wohl eine Potion of Confusion. The Gnome hits the Gnome? Aha, warum gehen die sich denn jetzt gegenseitig ans Leder? Ich trage doch gar keinen Ring of Conflict oder sowas. Autsch! Ihr mit euren Armbrüsten. Das ist ja wohl ein Witz. Ach so, ja klar, weil er auch von der Confusion Potion getroffen wurde, deswegen. Oh, hier sind aber viele von euch. Ja. Sie gehen alle auf mich los, aber sie wissen nicht, wo ich bin und fallen in ihre eigenen Fallen. Tja, wer anderen eine Grube gräbt und so, ne? Eine Schlafgasfalle. Na gut, wieder zur Lanze, ne? Hallo, da oben, wie geht's? Er haut einfach blindlings in die Gegend rum. Unsichtbar sein ist auch nicht schlecht. Apply B. Baum. Schon wieder daneben. Apply B.
Bam, getroffen. Apply B. Ach, es ist herrlich. Es ist wirklich genial. Zack, zack. Und? Oh, ein kleines bisschen daneben. Bam, und tot. Und Essen. Und Edelsteine. Überall Edelsteine. Das ist gut. Ich bin allerdings immer noch, ja, zwangsläufig unsichtbar. Und kann deswegen überhaupt nicht in die Shops, um die Edelsteine zu verkaufen. Das ist natürlich nicht gut. Aber naja. Aber naja. So, ich bin wieder zurück. Applejack, bist du auch noch da? Und bist du vielleicht sogar noch zahm? Und nicht verhungert oder sowas? Ja, da ist sie. Applejack. Gut. So, werfen G hoch. Hallo, da bist du ja wieder. Na? War's schön so alleine? Gut. Hätten wir das auch geklärt. Na, da will er einen Zauber sprechen und kann es nicht, weil es so schlecht ist. Und meine Waffenskills steigen und das heißt, ich kann jetzt mit Langschwert noch besser treffen und das ist gut. Nee, den esse ich nicht, der ist giftig. Nochmal kriegt ihr mich damit nicht dran. So. Gut, jetzt also mal gucken. Jetzt bin ich hungrig, das ist schlecht. Tja, Hunger oder Gift? Hm? Pest oder Cholera? Applejack hat hier oben schön Gift. Da ist er ja. So, Brand of Lightning. Pst, tschüss. Den könnte ich jetzt auch essen, aber dann kriege ich Teleportitis und springe einfach wie blöd im ganzen Level rum. Das ist auch ein bisschen nicht gerade wünschenswert, möchte man behaupten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich wieder beten müssen, damit ich nicht sterbe. Und das wieder... Nee, das sind keine Edelsteine, das sind Steine. Ein Büchsenöffner. Ja, warum denn nicht? Damit geht es schneller, Büchsen zu öffnen. Ach was, wer hätte das gedacht? Kein Essen mehr? Kein Essen mehr, ne? Weak. Schlecht. Aber das gibt das doch nicht. Ah, ein Gnom. So, danke. Vielen Dank. So, den auch noch weg. Essen. Jetzt bin ich nur noch hungrig, immerhin. Oh, ist das schlecht. Ist das mies. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich mache mir schon gerade ein bisschen Sorgen um mein geistiges Wohlbefinden und um mein körperliches sowieso. Da war eine Pfeilfalle in einer Nische. Was für eine Scheiß-Taktik. Und jetzt bin ich wieder schwach. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich gleich wieder beten. Mano. Das ist doch blöd. Ja, dann machen wir dieses Mal. Beten bitte einmal. Ja, zack, bing. Und mein Magen ist wieder voll. Aber das muss ja eigentlich auch nicht sein, ne? Was? Das ist eine Zwergenleiche. Ich weiß nicht, wie lange die hier schon liegt. Ja. Nee. Sparen wir uns mal. So. Jetzt haben wir aber auch einige Edelsteine schon wieder. Ja, und das heißt, wir werden jetzt einfach mal wieder die Touchstone-Methode machen. Rap. Groß O. Und zwar nehmen wir da zuerst mal die Orangenen. Scratch Marks. Schon wieder. Okay, damit hatten wir jetzt schon dreimal Scratch Marks. Und nochmal. Diesmal nehmen wir die Weißen. Wieder Scratch Marks. Okay, dann heißt es also, wenn Scratch Marks gemacht werden, dann ist es wertloses Glas. Weil ich glaube kaum, dass ich jetzt so viele Edelsteine schon bei mir habe. Deswegen benennen wir die jetzt mal. Ja. Und zwar erstmal den Violetten. So. Und jetzt nochmal. Und zwar diesmal die Gelben. So. Und nochmal. Und diesmal die Weißen. Ja, Groß S und Groß T. Gut, damit wissen wir jetzt schon mal, welche dieser Edelsteine denn wertlos sind und welche nicht. Denn sollte ich jetzt einen Edelstein der entsprechenden Farbe aufheben, der nicht diesen Namen trägt, den ich dem Glas jetzt gerade verpasst habe, dann ist es ein wertvoller.
Und deswegen sind diese Touchstones so unglaublich nützlich. Wo ist eigentlich mein Pferd? Applejack? Hallo? Ich kann jetzt aber nicht warten. Ich muss weiter runter und was zu essen holen. Ach, wenn ich nur nicht mehr unsichtbar wäre. Eieiei, Giftpfeile! Welcher Mistkerl wagt es? Du bist das, der Urukai hier. Die Urukai hier. Okay, Wand of Lightning. Zzt. Oh, voll getroffen. Und auch voll getroffen, was auch immer dahinter war. Und es war wahrscheinlich ein weiterer Urukai, wie sie hier alle mit Giftpfeilen schießen. Mistsäue. Das ist sowas von feige. Ich darf das zum Beispiel nicht, weil ich krieg da dann wieder eine geknallt. Aha. Er hat eine Scroll namens Yam Yam gelesen und das sind die Teleportations. Habe ich nicht auch so eine? Ja, habe ich und die wurde auch gleich identifiziert. Gut, was ist denn hier alles? Bam, 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 bam. Aha, Urukai Korps. Die werden wir jetzt essen. Bäh. Und dann höre ich auf und hau den mal kaputt und. Und damit bin ich gesättigt und darf jetzt nichts mehr essen. Ja, habe ich auch nicht vor. So, was ist hier alles? Ja, die ganzen orkischen Items. Wo ist mein kleines Pony? Applejack, wo bist du denn? Hallo? Wo treibst du dich herum? Mann, ein Hund, der hiermit leider sterben muss. Und jetzt benutzen wir wieder die Lanze und machen damit den Urukai platt oder was das auch immer für ein Ork ist. Ich glaube, es ist ein Urukai. Ich kann ihn aber nicht sehen, das ist scheiße. Na, dann eben doch nicht. Ja, es ist ein Urukai. Na gut. Hallo, wo ist mein Pony? Ich hoffe, es ist nicht tot. Oh nein, nicht schon wieder. Oh.